Mahabhekasana ist die Bezeichnung für verschiedene Variationen von Bhekasana, der Frosch. Zunächst aus der Fersensitzhaltung Vajrasana, gib die Füße nach außen und lass die Zehen nach außen zeigen. Und dabei können die Knie etwas näher zusammenkommen. Die Stellung wird manchmal auch als Brahmacharyasana bezeichnet und diese wird auch bezeichnet als Mahabhekasana. Eine zweite Variation ist, gib die Füße neben die Hüften, aber die Zehen nach innen, sodass die Zehen sich hinter dem Gesäß berühren und die Fersen rechts und links neben dem Becken sind. Dabei können die Knie ruhig nach außen gehen. Und dann gib die Hände auf den Boden und hebe die Knie hoch, das Becken hoch und wenn du kannst, auch die Zehen hoch. Auch das ist Mahabhekasana. Eine letzte Variation ist nahezu unmöglich. Du gibst die Fußsohlen zusammen in Bhadrasana. Dann hebst du die Füße hoch und gibst die Füße auf den Bauch und den Brustkorb. Du hältst die Füße hier und gibst dann die Hände auf den Boden und hebst das Becken hoch, während die Fußsohlen auf dem Brustkorb bleiben. Das kannst du dir selbst ausmalen oder selbst üben. Fabian, Eduard hinter der Kamera und Sukadev wünschen dir viel Freude und wenn es dir gelingt, schreib es doch in die Kommentare. Danke.